Hallo ihr Lieben, im Juni habe ich mal wieder mehr gelesen. Es waren nämlich ganze 4 Bücher und ein Manga und es waren dazu noch 2 Hörbücher und 2 Hörspiele. Es ist also eine Menge zusammengekommen, auch wenn es nur 4 Bücher waren, aber es ist ja okay. Ich habe jetzt in der Mangelung vom Platz auf meiner Seite die Manga-Seiten mit reingerechnet, also es waren 2946 gelesene Seiten, aber wie gesagt, die Manga-Seiten sind drin. Ich wollte allerdings das Buch, das ich abgebrochen habe, also ich habe ein Buch abgebrochen, das habe ich fast zur Hälfte durchgelesen, ich wollte das sowieso draufrechnen. Das habe ich jetzt allerdings vergessen, von daher gleicht sich so ein bisschen wieder aus, obwohl die paar Seiten von dem Buch mehr waren als jetzt diese paar Manga-Seiten, aber naja, ihr versteht schon. Und pro Tag waren das dann ungefähr 98,2 Seiten, was schon ziemlich viel ist, finde ich. Ich hatte ja auch dickere Bücher auf meiner Leseliste und deswegen sind es nur 4 Bücher geworden, aber die waren halt alle nicht so ganz so dünn. Und wie gesagt, 2 Hörbücher und 2 Hörspiele habe ich jetzt auch zusammengelegt. Es waren 1440 Minuten. Pro Tag macht das ungefähr 48 Minuten. Wie gesagt, ein abgebrochenes Buch und die Durchschnittssternanzahl lag bei 3,5, was ich auch noch gut finde. Dann fangen wir auch direkt am Anfang an. Ich habe vom letzten Monat noch ein Buch mitgenommen, das habe ich auf dem Weg zu Disneyland angefangen und habe bis jetzt diesen Monat beendet. Und zwar von Petra Hülsmann, Das Leben fällt, wohin es will. Mit 502 Seiten hat es von mir 4 Sterne bekommen. Normalerweise bekommen die Bücher der Autorin von mir knappe 5 Sterne, manchmal so 4,5 bis 5. Aber das hier hat mir ein paar Probleme bereitet wegen der Protagonistin. Also die ist schon am Anfang sehr, sehr egoistisch und sehr so, hey, Hauptsache mir geht's gut, allen anderen, wen juckt das? Irgendwann verbessert sich das, aber sie bleibt immer noch so, dass sie manchmal nur an sich denkt an erster Stelle, anstatt bei anderen. Vor allem aufgeregt hat es mich so in Situationen, wo es ihr sowieso nicht wehgetan hätte, irgendwas für andere zu tun, wo sie sowieso vorgehabt hätte, diese Sache zu tun, aber es dann doch nicht gemacht hat, weil derjenige es halt gewollt hat. Oder wo sie sowieso vorhatte, irgendwo hinzugehen, aber dann dachte, hey, ich kann ja auch 2 Stunden zu spät kommen, wen juckt das? Und sowas verstehe ich halt einfach nicht. Wenn du es versprochen hast, da hinzukommen, zum richtigen Zeitpunkt, dann kann es auch nicht so schwer sein, da pünktlich hinzukommen. Okay, du kannst zwar 5 Minuten zu spät kommen oder so, aber du kannst dich nicht zu Hause hinlegen, eine Runde schlafen, dann 2 Stunden zu spät kommen und dann noch sagen, hey, warum regen sich Leute so auf? Also sowas kann ich überhaupt nicht ab, deswegen hatte ich echt Probleme mit dieser Protagonistin, bis ich mit ihr warm geworden bin. Aber ansonsten war das echt eine schöne Geschichte, wie immer, von Petra Hülsmann. Ich mag die Frau und ihre Bücher halt einfach sehr gerne. Hinterher geschoben habe ich dann ein Rezensionsexemplar, auch ein Buch von ihr, direkt 2 hintereinander gelesen. Wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Und das hatte 570 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Wie gesagt, 4,5 bis 5 Sterne im Normalfall. Das hier hat auch nur 4,5 Sterne bekommen, weil ich hier schwer reinkam. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich gerade 2 Bücher von ihr direkt hintereinander gelesen habe. Mag aber auch einfach daran liegen, dass das Buch zu dick ist. Also 570 Seiten für einen Chick-Lit-Roman ist schon sehr viel. Und es hat wirklich so 100 bis 150 Seiten gedauert, bis das so richtig angefangen hat. Gefühlt für mich zumindest, bis die Handlung endlich losging, bis endlich der Startschuss für das gefallen ist, was auf dem Klappentext steht. Und das hat für mich einfach zu lange gedauert. Und da habe ich auch etwas gebraucht, bis ich richtig reingekommen bin. Deswegen nur 4,5, aber ich kann es immer noch empfehlen. Guckt bei der Rezi auf jeden Fall vorbei, falls es euch interessiert. Dann kommen wir zu dem Hörbuch, das ich dann beendet habe, was ich ja auch aus Disneyland mitgebracht habe, was ich da eigentlich hören wollte, aber nicht zu Ende geschafft habe. Und zwar Ready Player One von Ernest Cline. Hatte 989 Minuten und hat 2,5 Sterne von mir bekommen. Also von der Geschichte her hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war jetzt nicht total innovativ oder so, aber es war eine nette Geschichte. Auch die Charaktere waren okay in meiner Sicht. Vor allem die Protagonistin, also die weibliche Love Interest unseres Protagonisten. Die hat mir ganz gut gefallen. Die war halt eine starke weibliche Person. Aber mir hat halt die Geschichte gefehlt. Also sie war irgendwo da drin in diesem Hörbuch, aber sie wurde mit so viel Referenzen und Nerdkultur und Geekkultur und sonst irgendwas zugemüllt, sodass ich teilweise die Handlung überhaupt nicht gefunden habe. Es gab, und ich übertreibe hier nicht, ein ganzes Kapitel, wo nur sein Anzug beschrieben wurde, was so ein ja virtueller Dingsanzug ist, damit man halt in dieser virtuellen Welt mehr erleben kann. Wenn jemand dich da halt in der virtuellen Welt anfasst, dann kannst du es durch diesen Anzug halt auch.
spüren. Sieht man auch in dem Film zum Beispiel, ich habe die Verfilmung ja vorher gesehen, ganz gut. Da kann man das halt in 2 Sekunden innerhalb eines Bildes erzählen in dem Film. Und hier hat der Autor halt ein ganzes Kapitel darauf verschwendet, diesen Anzug in jedem Detail zu beschreiben. Und ich war wieder gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ich hatte es ja auf dem Handy. Ich habe es gehört und dachte mir so, Gott, ist das langweilig. Ich schlafe hier ein beim Gehen. Und ich war echt versucht, dieses Kapitel zu überspringen. Aber ich dachte mir auch, das muss ja jetzt gleich vorbei sein. Es muss ja jetzt gleich vorbei sein. Und es hat sich gezogen und gezogen. Und ich dachte mir, meine Güte, das war mir zu viel. Es waren mir zu viele Anspielungen an irgendwelche japanischen Serien, die heutzutage kein Mensch kennt, aber in den 80er Jahren scheinbar bei irgendwelchen Geeks populär war. Boah, das war zu viel. Deswegen 2,5 Sterne. Das war keine wirkliche Geschichte. Es war einfach nur, guck mal, wie viel ich weiß und wie viel ich gesehen habe und labe dich daran. Wenn du auch dieses Zeug magst, dann wirst du dich auch daran erinnern. Aber eine richtige Geschichte war da kaum vorhanden und das war recht schade. Kommen wir dann zu was anderem, einem Hörspiel, das ich auf Spotify gehört habe, und zwar Wachen, Wachen von Terry Pratchett. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, dass das ein Hörspiel ist, bevor ich es angefangen habe zu hören. Steht zwar da, aber irgendwie kam es bei meinem Gehirn nicht an. Und dann habe ich es gehört. Es hatte 321 Minuten. Hat von mir 1,5 Sterne bekommen. Also nichts gegen diese Geschichte von Terry Pratchett. Wie gesagt, das ist jetzt meine zweite Geschichte von Terry Pratchett und das ist auch eine sehr gehypte Reihe, also die über die Wachen auf der Scheibenwelt. Aber ich kam da nicht so richtig dran. Ich habe mich teilweise ein bisschen gelangweilt. Ich habe teilweise echt tagelang nicht dran gehört, weil ich keine Lust dazu hatte. Ich habe auch teilweise wieder nicht verstanden, wie viele Protagonisten da eigentlich drin sind, wie viele Charaktere, wie viele Wachen es eigentlich gibt, weil es so viele Stimmen waren und so viele männliche Stimmen auch, die dann durcheinander gesprochen haben, sodass ich nicht gecheckt habe, wie viele Sprecher da eigentlich gerade sprechen. Und ich hatte wieder dieses übliche Problem, das ich bei dem Buch, das ich von ihm gelesen habe, auch hatte. Ich habe nicht dazwischen gestiegen. Ich habe teilweise nicht verstanden, worum es da eigentlich ging, bis es dann zum Showdown kam und dann dachte ich mir, ach so, ja, da gibt es ja wirklich einen Drachen. Und ich dachte, das wäre nur eine Metapher. Und teilweise, ich habe es nie so richtig kapiert. Wie gesagt, es liegt vielleicht hoffentlich nicht an der Geschichte des Autors. Vielleicht liegt es einfach an mir, wie ich es nicht geschafft habe, es wahrzunehmen. Und vielleicht liegt es einfach an dem Hörspiel, dass es vielleicht für einen Laien wie mich nicht kohärent genug erklärt hat, sodass ich verstanden habe, wie viele Protagonisten was da eigentlich gerade machen. Deswegen greife ich jetzt nicht Terry Pratchett und seine Geschichten an. Ich werde trotzdem immer noch versuchen, in diese Welt einzusteigen, denn ich finde sie faszinierend und auch sein Humor eigentlich ganz gut. Aber auch diese Form von seiner Geschichte hat irgendwie mir nicht zugesagt, warum auch immer. Dann habe ich doch noch zu Harry Potter gegriffen, dem dickesten Band von allen. Und zwar Harry Potter und der Orden des Phönix von natürlich J.K. Rowling. Hatte 1021 Seiten, was definitiv zu viel ist, meiner Meinung nach. Und hat 4 Sterne bekommen. Und ja, ich habe es wieder gerne gelesen. Wie gesagt, ich finde es zu dick. Es hatte teilweise seine Längen, wo man so Sachen beschrieben bekommen hat, die irgendwie nicht so spannend sind. Das hätte man ruhig auch weglassen können. Hätte jetzt auch nicht keinen Abbruch getan der Geschichte. Aber an sich finde ich echt gut, wie ja, man Umbridge hier näher kennenlernt. Der Film ist natürlich viel, viel kürzer als diese 1021 Seiten und da hat man Umbridge zwar auch. Ja, man hat auch mitgekriegt, wie Umbridge, wie fies sie sein kann, aber manches davon, wie zum Beispiel einfach knutschende Leute auseinanderbringen und irgendwelche Schuluniformen in Ordnung bringen, ist ja nicht, jetzt nicht so fies. Man merkt halt, wie pedantisch sie ist, aber es wirkt jetzt nicht so fies, wie sie hier teilweise wirklich dargestellt wurde, wie skrupellos diese Frau doch ist und wie sehr sie auch irgendwie Spaß daran hat, wenn andere Menschen leiden, wenn Harry vor allem leidet. Und das war schon echt gut gemacht. Sie ist natürlich so ein Charakter, der extra dafür erschaffen wurde, damit man sie hasst, klar. Deswegen hasse ich sie auch. Aber das hat die Autorin echt gut gemacht. Und ich habe es, wie gesagt, wieder gerne gelesen, auch wenn es richtig fett ist. Ich war eigentlich nicht frustriert mittendrin, obwohl ich bei fetten Büchern das schnell mal werde, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht recht voran, wenn es so fett ist. Aber das gab es hier gar nicht. Und ich bin froh, dass ich diese Reihe nochmal lese und diesmal mehr Spaß dran habe. Dann das letzte Buch in dem Monat war auch ein dickes Buch, wie immer. Es hat ganze 666 Seiten, die Zahl Teufels. Passt auch zu dem Autor, und zwar Dan Brown, Origin.
hat von mir 3 Sterne, glaube ich, bekommen. Genau. Ich war, während ich es gelesen habe, eigentlich ziemlich gehuckt. Ich wollte unbedingt wissen, was dieses große Geheimnis hier drin ist. Und ich war aber zwischendurch auch nicht so, an manchen Stellen nicht so gespannt oder nicht so mit dabei, weil ich das Gefühl hatte, hier passiert nicht viel. Also ich hatte das Gefühl, in den anderen Bänden der Robert Langdon-Reihe hat er viel mehr gemacht. Ist er viel mehr von A nach B nach C irgendwo hingefahren und da irgendwas versucht zu machen und dann wieder zurück. Und dann hat, sie waren viel aktiver und hier hatte ich das Gefühl nur, sie sind von A nach B gefahren und von B nach C und dann war die Geschichte quasi schon vorbei. Und zwischendurch haben sie halt sehr viel Zeit für die Reise dahin gebraucht und da halt viel komisches gequatscht. Und es war, als meine Freundin, das ist ja das Buch meiner Freundin, als sie mir das gegeben hatte, meinte sie so, also ich habe sie gefragt, wie sie es fand, und sie meinte so, ja, ist hier viel Blabla vom Autor, der halt quasi sagt, guck mal, was ich alles weiß oder was ich alles recherchiert habe. Und ja, sie hat recht. Ich glaube, das war schon immer ein Merkmal dieser Reihe von dem Autor, allgemein von dem Autor, glaube ich. Aber hier hat man das extrem gemerkt, weil ich fand, dass die Geschichte, die Handlung an sich ein bisschen was, weil da was gefehlt hat, weil da ein bisschen mehr Stringenz gefehlt hat, ein bisschen mehr Substanz. Und da ist es viel mehr aufgefallen, dass er hier sehr viel wiedergibt. Guck mal, was ich alles weiß, was für Sachen ich alles recherchiert habe, was ich dir alles für Gebäude beschreiben kann. Und das ist dann sehr, sehr viel mehr aufgefallen. Und vor allem, was mein Problem mit diesem Buch war, ist die Auflösung am Ende. Sie haben so einen Hype drum gemacht innerhalb dieses Buches, sodass diese Auflösung, dieses Geheimnis am Ende einfach nur so puff gemacht hat. Und ich dachte mir so, erzählt mir doch was Neues. Ich dachte, hier kommt jetzt ein ganz großer Knall und man kriegt etwas, was man noch nie im Leben gehört hat, und da wird einem etwas erzählt, was man schon 1000 Mal quasi gehört hat. Okay, die eine Hälfte vielleicht nicht, weil ich nicht so in Wissenschaft drin bin, aber die andere Hälfte habe ich schon 1000 Mal gehört und gelesen in Büchern und sonst was. Es ist nichts komplett Neues und es ist auch nichts, was die Religion jetzt aushebeln sollte, was ja hier irgendwie die Prämisse war. Von daher viel Blabla um nichts, würde ich sagen. Deswegen hat es mich ein bisschen enttäuscht. 3 Sterne immer noch. Ich habe es trotzdem währenddessen noch ganz gut gelesen. Der Autor hat halt auch einen sehr flüssigen und mitnehmenden Schreibstil, sodass selbst diese drögen irgendwie Erzählungen und Details von irgendwelchen Kunstwerken oder so immer noch irgendwie spannend wirken, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ganz spannend für jedermann. Ich bereue es nicht, es gelesen zu haben, aber ich finde, seine Bücher werden halt leider nicht besser. Also sie werden eher immer weniger gut, für mich zumindest. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach einen anderen Geschmack. Vielleicht, wenn ich jetzt seine ersten Bücher lese, sie werden mir auch nicht so gefallen. Könnte natürlich alles sein. Dann hatte ich am Ende noch Zeit. Ich habe das Hörspiel und so alles beendet und dann dachte ich mir, hey, ich habe doch noch ein paar Tage, vielleicht kann ich da noch was Kurzes zwischenschieben und da habe ich sogar zwei noch kürzere Sachen zum Hören dazwischen geschoben. Zum einen war es wieder ein Hörspiel, was nur ungefähr 1 Stunde hatte, also es waren 52 Minuten. Es war Alice im Wunderland. Als Hörspiel, wie gesagt, hat von mir auch 1,5 Sterne bekommen. War nicht so meins. Also ich fand es teilweise wirklich viel, viel zu schnell erzählt. Es waren nur 52 Minuten. Okay, es ist ein Kinderbuch, es ist jetzt nicht so fett. Aber man hatte das Gefühl, sie hat irgendwie irgendeinen Charakter getroffen, wie die Grinsekatze, hat 2 Sätze mit ihm getauscht und ist schon wieder weitergegangen. Und vor allem, was ich für Probleme hatte, die Alice, die da hier dargestellt wurde, war für mich einfach ein bisschen zu frech, ein bisschen zu unfreundlich, ein bisschen zu zickig teilweise und hat dann auch noch gesagt, wie unfreundlich doch alle anderen sind. Und ich dachte mir so, Mädel, du machst doch nichts anderes, dann solltest du auch die nicht kritisieren. Und ja, sie war mir nicht so sympathisch, deswegen war das nicht so meins. Aber ich dachte mir, komm, das kann doch nicht sein, dass Alice im Wunderland nicht so gut ist oder wo, dass mir die Protagonistin nicht so gefällt. Versuch's doch nochmal mit einer anderen Alice-Geschichte. Und dann habe ich dieses Hörbuch gefunden, Alice im Wunderland und hinter den Spiegeln, das Abenteuer, der Abenteuerklassiker für Jung und Alt, von Lewis Carroll und Susa Hämmerle. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Umformulierung von dieser Susa Hämmerle. Aber es ist noch die ursprüngliche Geschichte, nur dass halt in der heutigen Sprache erzählt wird, soweit ich das verstanden habe. Und dann wird es halt als Hörbuch ganz normal vertont in 178 Minuten und hat von mir 3 Sterne bekommen. Also es hat mir definitiv besser gefallen, wie Alice sich hier verhalten hat. Sie war nicht so zickig, sie war nicht ganz so vorlaut und so. Es war schon. Ist schon ein aufgewecktes Kind, ist es jetzt nicht, dass sie sich total unterordnet. Sie kann sich schon verteidigen und das sollte sie ja auch in dieser Welt. Aber sie ist jetzt nicht ganz so unfreundlich, wie ich bei dem Hörspiel gedacht habe. Das hat mir besser gefallen. Ich habe aber hier gemerkt,
dass ich nicht ganz damit klarkomme oder zumindest es für mich nichts ist, wenn etwas einfach random Sachen passieren und zusammenhängende Sachen, man einfach Leute trifft, sich unterhält und dann weitergeht, dass da kein roter Faden hintersteckt, dass da nichts ist, worauf es hinaus will und das fehlt mir einfach. Also für ein Kinderbuch mag das gut sein, weil Kinder brauchen das vielleicht nicht so unbedingt, aber ich brauche das. Also ich als Leserin mag das, wenn es auf etwas hinausläuft, wenn es eine strikte Geschichte erzählt mit einem Erzählfaden und alles drum und dran. Und das hat mir hier einfach gefehlt. Das ist nicht so meine Art von Geschichte. Ich brauche Logik dahinter. Deswegen hat es halt nie so viele Sterne bekommen, aber 3 finde ich immer noch in Ordnung. Ich sehe jetzt, warum das so ein Klassiker geworden ist. Und das letzte war der Manga, den ich gelesen habe. Ich habe am Anfang des Jahres ja meine Bücherregale umsortiert und die Manga-Reihe gefunden und gesagt, oh, ich lese jetzt eins nach dem anderen, um zu gucken, ob ich es behalte. Dann habe ich den ersten Band gelesen und dann habe ich es irgendwie nicht mehr angefasst. Warum? Ich weiß es nicht. Aber jetzt dachte ich mir, komm, es wird Zeit, es weiter zu lesen. Ich habe Band 2 von Imadoki gelesen, von Yu Watase, hat 187 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich glaube, genau wie der erste Band auch. Ich mochte es ganz gerne, obwohl ich sagen muss, dass es mich hier so ein bisschen zu lax umgegangen wird mit ja, Sachen, mit Dingen, mit Handlungen, die die Protagonisten nicht so super gemacht haben. Also es geht vor allem um ein Mädchen und um diesen Typen und die machen zusammen einen Garten-AG auf und dann kommen halt immer mehr andere Schüler dazu irgendwie. Und wie sie die dazu holen, ist halt Teil der Geschichte. Mein Problem ist nur, was diese Charaktere unmoralisches machen, bevor sie Teil der Gruppe werden und wie sie dann Teil der Gruppe werden können, wenn sie vorher sowas mit den Protagonisten gemacht haben. Also zum Beispiel, hier gibt es einen Typen, der sie halt in eine Falle lockt, in einem Fahrstuhl, sie da erstmal im Dunkeln einsperrt und dann, als sie endlich entkommen können, belästigt er unsere Protagonistin auch noch sexuell und begrapscht sie und so. Und danach wird er deren Freund. Und ich dachte mir, der Typ hat dich gerade noch begrapscht. Wie kannst du mit dem jetzt befreundet sein? Ist das dein Ernst? Und dann wird so getan, als wäre er eigentlich ein ganz netter Kerl in seinem Herzen, auch wenn er es nicht unbedingt nach außen hin zeigen kann. Kann ja alles sein, aber der Typ hat sie trotzdem sexuell belästigt. Irgendwie sollte man das doch behandeln, oder nicht? Und dann gibt es so ein Mädel am Ende des Bandes, die halt, ja, so typisches, ich mache jetzt, was ich will, ihr nervt mich alle, Attitüde hat. Und dann hängt sie halt mit einem Haufen Typen ab und sie wollen ihr halt irgendwie helfen und sie will aber keine Hilfe. Und dann sagt sie einfach, hey, dieses Mädel, die Protagonistin, ist noch Jungfrau, schnappt sie euch Jungs. Und die Jungs gehen auf sie los und wollen sie vergewaltigen. Und ich dachte mir, was? Und die soll später eure Freundin werden? Ernsthaft? Also ich habe manchmal das Problem bei gerade so Mangas, auch Romantik-Mangas, dass sie sowas total verharmlosen. Okay, ist das jetzt nicht unbedingt für die jüngste Zielgruppe, glaube ich, gemacht? Aber man sollte es vielleicht doch ein bisschen behandeln, wenn man das schon einbaut. Trotzdem hat es mir gefallen, natürlich 4 Sterne. Ich habe es gerne gelesen, geht auch relativ schnell und die Charaktere haben was Besonderes an sich. Aber solche Themen hätte ich dann schon, wenn man schon einbaut, ein bisschen näher beleuchtet und besser als so. Aber okay. Das, was ich abgebrochen habe, werde ich jetzt zuletzt sagen, war The Hate You Give. Habe ich zusammen mit einer lieben Zuschauerin gelesen. Sie kam irgendwie aber nicht so richtig hinterher, weil es auf Englisch ist und sie halt auch viel zu tun hatte. Und dann habe ich selber so ein Stückchen gelesen. Es liest sich auch auf Deutsch echt schnell. Ich war bei Seite 231 von 497, als ich es abgebrochen habe. Und ich muss jetzt sagen, nein, es ist nicht, weil es besonders schlecht wäre oder weil ich es nicht aushalten konnte. Gar nicht. Ich hätte es auch durchlesen können. Aber ich war bei dem Zeitpunkt so ein paar Tage lang, habe ich es halt nicht mehr gelesen, weil meine Lesepartnerin halt nicht hinterherkam. Und ich dachte mir dann so, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, das weiter zu lesen. Und wenn ich es weiter lese, habe ich das Gefühl, ich verschwende meine Zeit mit diesem Buch, obwohl ich es nicht lesen möchte, während ich halt andere Bücher lesen könnte, die ich lesen möchte. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, das reicht mir, ich möchte es nicht mehr weiterlesen. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht zu Ende gelesen. Vielleicht könnte es sich am Ende noch drehen. Ich habe es so ein bisschen überflogen, aber kann ja sein, dass ich den Punkt der Geschichte übersehen habe. Aber ich hatte das Gefühl, die Protagonistin will zeigen, wie willkürlich die weißen Polizisten den Schwarzen gegenüber sind. Und dass das alles Rassismus ist und dass es ganz, ganz schrecklich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Autorin den Punkt verpasst hat und dann irgendwo in den Weiten von
die Schwarzen sind selber den Weißen gegenüber rassistisch gelandet ist und dass dahinter noch ganz, ganz viel mehr steckt als nur bloßer Rassismus, gegen den man kämpfen müsste. Also ich erkläre euch jetzt mal, ich dachte, es wären so ganz normale schwarze Bürger in Amerika, die halt random von einem Polizisten erschossen werden oder der junge Mann jetzt. Und deswegen muss man halt sagen, es war Rassismus. Aber die Umstände waren ganz anders und deswegen dachte ich mir, das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Wieso will denn jeder jetzt diesen Polizisten in die Rassismus-Ecke drängen, obwohl er da eigentlich nichts zu tun hat? Also es könnte jetzt für manche Spoiler sein, schaltet vielleicht jetzt ab, wenn ihr jetzt überhaupt nichts über die Geschichte hören wollt, aber es ist halt der Anfang, den ich euch jetzt erkläre. Diese Geschichte spielt im Ghetto. Es spielt da, wo, weiß ich nicht, stellt euch New York das typische Ghetto vor, wo nur schwarze Kriminelle leben, die mit Drogen dealen, die in Gangs sind, wo es halt total gefährlich auf der Straße ist, überhaupt nur die Straße zu überqueren. Allein die Protagonistin hat schon ihre beste Freundin als Kind vor ihren Augen gesehen, wie sie gestorben ist, wie sie ermordet wurde durch einen Schuss in den Kopf. Und ich meine, wenn dann bei einer Party ein Mensch angeschossen wird, alle davon flüchten und du alleine mit einem jungen Mann in einem Auto in so einem Ghetto unterwegs bist, von einer Party, wo jemand angeschossen wurde, dann von den Polizisten angehalten werdet und dein Freund sich nicht an die Anweisungen des Polizisten hält. Denn ich will seine Handlung nicht rechtfertigen oder sagen, er hat keine Schuld. Der Polizist hätte natürlich nicht auf einen unbewaffneten Menschen schießen sollen. Aber ich will nur sagen, ich kann verstehen, wieso dieser Polizist Angst hat in dem Moment und überreagiert hat. Es hat nichts mit Rassismus zu tun gehabt. Es war einfach dunkel, mitten in der Nacht, in einem Ghetto. Und ihr kam gerade von einer Party, wo jemand erschossen wurde. Es könnte also durchaus sein, dass dein Freund eine Pistole bei sich gehabt haben könnte. Vielleicht war er sogar schon Polizei bekannt, weil es ja auch irgendwann klar wurde, dass er selbst auch mit Drogen gedealt hat und auch in einer Gang war. Von daher finde ich nicht, dass man das irgendwie auf Rassismus herunterbrechen kann und sagen kann, dieser Polizist ist einfach ganz, ganz böse, sondern der Polizist ist einfach menschlich gewesen. Ja, es war falsch, natürlich. Aber ich finde, man kann es nicht so richtig aufbauen, sondern man kann dann erst recht nicht darauf aufbauen und sagen, hey, die Weißen sind ja alle böse, diese haben es alle gut, haben, sind alle reich, machen dies und das. Und wir Schwarzen hängen hier im Ghetto fest und kommen hier nicht raus und sind dazu gezwungen, mit Drogen zu dealen und in Gangs zu sein. Ja, ich kann es nicht beurteilen und ich weiß, dass solche Menschen in solchen Ghettos vielleicht anders nicht überleben. Ich will das nicht verurteilen, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt nicht eure ganze Schuld an der Situation den Weißen zuschieben und sagen, hey, die Weißen sind dran schuld, dass wir jetzt hier so leben müssen. Das ist genauso Rassismus. Und ich kam einfach nicht damit klar, dass hier alles einfach nur so leicht über einen Kamm geschert wurde und alles einfach so leicht abgestempelt wurde und wir sind nicht schuld, alles deren Schuld. Ich kam damit nicht klar. Ich will jetzt nichts gegen Rassismus sagen oder sagen, hey, Rassismus ist super, natürlich nicht. Aber ich finde nicht unbedingt, dass das hier was mit Rassismus von Weißen gegenüber Schwarzen zu tun hat, sondern vielmehr Rassismus von Schwarzen gegenüber Weißen und ja, mit dem Verlust der Selbsteinsicht, der Selbstgeständnisse. Versteht hoffentlich, was ich meine. Ich habe auf jeden Fall nicht verstanden, was so toll an diesem Buch sein soll. Und ich habe die Protagonistin auch nicht so sonderlich gemeint. Ich mochte auch nicht, wie mit Klischees hier gearbeitet wurde. Die erste Szene war direkt, dass unsere Protagonistin mit einer Freundin auf dieser Party halt war und diese Freundin halt einfach aus dem Nichts einen Zickenkrieg mit einem anderen Mädchen angefangen hat, einfach nur, weil sie nicht leiden konnte und direkt versucht hat, sie zu verprügeln. Und ich dachte mir, ist das jetzt ernsthaft? Versucht ihr mir gerade ernsthaft klarzumachen, dass diese ganzen Klischees über die Schwarzen und deren komischen Verhaltensweisen wahr ist? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich wollte es auf jeden Fall nicht mehr lesen. Es war nicht mein Buch. So, damit bin ich auch am Ende. Schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Meinungen in die Kommentare so rum. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.